Grüezi miteinander. Schön, sind Sie wieder mit dabei. Raten Sie mal, was ist das wohl? Drei Versuche. Ja, wenn Sie in den USA geboren wären, wüssten Sie wahrscheinlich, was es ist. Es ist ein Paddle, also quasi wie ein Paddel zum Böteln. Aber als Paddle ist es jedoch ein Schlaginstrument, das in den USA noch an vielen Schulen für die Disziplinierung von Schüler und Schülerinnen verwendet wird. Es gibt sogar solche zu kaufen mit Löchern drin. Das reduziert den Luftwiderstand, dann tut's noch mehr weh. Soll mal einer die Amerikaner verstehen. Nochmals kurz rückblickend, wo wir stehen. Tja, wir sind von unserem Schöpfer zum Herrschen bestimmt. Aber ein schreckliches Wort. Ja, wir haben ein schreckliches Wort daraus gemacht. Eigentlich meint es managen. Oder eben im Zusammenhang mit dem Schöpfungsbericht, Gott, das Original, wenn er handelt, dann kommt es gut heraus. Es wird genial, es wird schön, es wird vielfältig. Und seine Führungsrolle kommt auch darin zum Ausdruck, dass er ein fürsorgender Herr ist. Wir seien Gott ähnlich geschaffen. Wow, wie viel Würde steckt da drin. Noch vor nur wenigen Jahren ist wieder einmal ein sogenannt christlicher Erziehungsratgeber auf den Markt gekommen. Ein Zitat eines Satzes, der mehrmals auftaucht. Nach der Bibel sind Respekt und Gehorsam das Wichtigste, was je ein Kind lernen kann. Ich konfrontierte den Autor mit der Frage, das heißt also, wenn dein Kind 18 Jahre alt ist, ist es das Wichtigste, dass es dann gehorchen gelernt hat? Ich habe nie wirklich eine Antwort auf meine Frage erhalten. Aber es ist so, Gehorsam stand im Zentrum der Erziehung in praktisch allen Kulturen durch die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch. Logisch, es wäre für uns als Eltern ja fast schon wie Himmel, wenn endlich die Kinder mal lieb, brav und gehorchen würden. Und manchmal wünschte man sich so ein Paddle, so wie ein Zauberstab, der aus unserem Kindern einfach mal liebe und brave Kinder macht. Aber es ist schon ein Problem. Wenn du deinen Bruder noch einmal schlägst, dann schlage ich dich. Ich habe noch eine schlechte Nachricht. Ein Kind ist ein Mensch und als Mensch zum Herrschen berufen. Komm mir nicht mit solch einem Schwachsinn. Ich bin eh schon über meine Grenzen hinaus durch meine Kinder beherrscht und tyrannisiert. Okay, im Schöpfungsbericht ist es definiert, worüber der Mensch Führung übernehmen soll. 1. Mose 1, Vers 26. Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Zwei Bemerkungen dazu. Erstens, wer ist gemeint mit Sie sollen walten? Sie? Es ist Mann und Frau gemeinsam miteinander. Und die zweite Bemerkung, es ist kein einziges Wort erwähnt, dass ein Mensch über einen anderen zu herrschen hätte. Leider hat dies weder das Judentum verstanden, noch das Christentum, was hier gerade steht.
Leider auch nicht die Moslems. Die ersten fünf Bücher des Mose gelten auch für die Moslems als Glaubensgrundlage. Ich habe auch schon ein buddhistisches Land besucht. Die Buddhisten halten auch nichts davon, aber die gehen ja auch nicht nach der Bibel. Aber auch die Hindus halten nichts von einer solchen Sache, wie dort die Frauen von ihren Männern beherrscht werden, oft auf sehr entwürdigende Art und Weise. Wer hat es denn verstanden, was dort steht? Jesus Christus hat es verstanden. Er war extrem hartnäckig. Er ließ sich nicht durch religiöse Autoritäten beherrschen. Er ließ sich nicht durch die politische Herrscherklasse beherrschen. Er ließ sich nicht einmal durch die Political Correctness beherrschen. Damals war es Political Correct, dass die Kinder deutlich weniger Wert wie die Erwachsenen haben. Jesus war im Gespräch mit der Führungselite der Religiösen und da kommen Mütter mit ihren Kindern und Jesus ließ die Würdenträger einfach stehen, wandte sich von ihnen weg und umarmte die Kinder. Was für ein Skandal! Jesus ließ sich auch nicht von seinen Jüngern beherrschen. Sie fanden es äußerst peinlich und ärgerten sich an diesem Jesus, dass er es zuließ, dass eine Frau kam und seine Füße mit ganz teurem Öl salbte. Jesus nahm sie in Schutz und wies seine Jünger zurecht. Jesus ließ sich nicht mal von seiner eigenen Mutter beherrschen. Als sie einmal daherkam und ihn aus einem Predigtdienst herausbefehlen wollte, da reagierte Jesus in schockierender Weise. Er sagte: Wer ist diese Frau? Die kenne ich nicht. Und Jesus selber hat nicht andere Menschen beherrscht. Er hatte seinen Jüngern die Füße gewaschen. Er diente den Menschen, aber sein Dienen hob seine Persönlichkeit, seine Autonomie und seine Würde nicht auf. Zu seinen Nachfolgern sagte er: Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Wenn man die Kirchengeschichte bedenkt, wie sind da Menschen in den Gehorsam gezwungen worden? Man hat ihnen sogar verboten, die Bibel zu lesen. Es gab so viel von oben und unten und man institutionalisierte dieses System sogar noch. Und da passt das mit dem Paddle, mit der Körperstrafe natürlich wunderbar rein. Der Schöpfungsbericht gibt die Weltordnung eigentlich bereits vor. Kein Oben und Unten zwischen den Menschen. Aber das können wir schon fast nicht mehr denken, das können wir uns fast nicht mehr vorstellen. Da kommen tausende Fragen und tausende Aber. Da ist im Schöpfungsbericht dieses fast mysteriöse Lasst uns Menschen machen. Was heißt uns? Die Christen sehen darin einen Hinweis, dass Gott irgendwie ein Gott ist, aber doch irgendwie in Gott Vater, Sohn und Heiligem Geist existiert. Gott ist in seiner Existenz schon so etwas wie etwas Gemeinschaftliches. Und dieses Lasst uns Menschen machen, da liegt kein Ton des Befehlens drin, sondern ein Ton der Absprache, der Kooperation. Jesus redet im Johannesevangelium sogar davon, dass der Sohn den Vater ehrt und der Vater ehrt den Sohn. Es zeigt also eine Kooperation auf der Grundlage des gegenseitigen Respektes.
Und wenn wir Gott ähnlich geschaffen sind, dann gibt Gott das Modell vor. Wir sind alle gleichwertig, aber nicht gleich. Aber wir sind ja unterschiedlich begabt, aber das wäre nochmals ein anderes Thema. Aber stell dir mal vor, die politischen Parteien beginnen sich im gegenseitigen Respekt zusammenzuraufen. Die Arbeitgeber bringen ihre Anliegen, ihre Sicht der Dinge rein. Die Kreise, die sich mit dem Sozialen des Menschen befassen, bringen ihre Sichtweise hinein. Und diejenigen, die sich mit der Schöpfung befassen und das ihr Anliegen ist, sie bringen ihr Fachwissen hinein. Und wenn man im gegenseitigen Respekt Lösungen erarbeitet, unter Berücksichtigung der verschiedenen Aspekte, hey, wie schnell bringt das unser Land wieder aus der Krise? Sicher nicht ohne Probleme, nicht ohne Kompromisse, nicht ohne Diskussionen, aber Lösungen durch Kooperation und nicht durch das peinliche Machtgeplänkel. Wie sehen unsere Ehen aus, wenn wir alle auf das Machtgehabe verzichten, sondern wir füreinander verantwortlich, sorgend nach guten Lösungen suchen? Wie lernen die Kinder von unserem Vorbild, wenn sie sehen, wie wir als Eltern respektvoll miteinander umgehen und wie wir als Eltern respektvoll mit den Kindern umgehen? Wenn wir den Kindern aber auch helfen, auch mit uns als Eltern respektvoll umzugehen. Kinder sind nämlich auch nicht berechtigt, über den Eltern zu herrschen. Jesus trat mit der Ankündigung auf, Gottes Königsherrschaft kehrt jetzt auf die Erde zurück. Diesen Gott verkündigt Jesus, nicht den Gewaltherrscher, sondern den kümmernden Gott, der das Leben und den Frieden auf dieser Erde wieder zum Funktionieren bringen will. Und Jesus, als das wahre Abbild von Gott, hat diese respektvolle Haltung vorgelebt. Und Jesus ruft uns in seine Nachfolge. Wir sollen dieses neue Muster nach seinem Vorbild erlernen. So schwer kann ja das nicht sein. Wir wünschen doch selber, mit Respekt und Achtung behandelt zu werden. Also behandeln wir unser Gegenüber doch auch mit Respekt und Achtung. Ja, im Namen von Jesus darf ich dir seine Achtung und seine Wertschätzung zurufen. Und ich segne dich mit der Größe und mit der Würde Gottes, die Menschen in deinem Einflussbereich mit Wertschätzung zu segnen. Amen. So sei es.